Herzlich willkommen zum 48. Mal bei diesem Toguta Schatten Let's Play. Und ja, in der letzten Ausgabe haben wir Hoth endlich verlassen dürfen. Das heißt, es geht jetzt weiter auf einen anderen Planeten, wo es hoffentlich nicht so kalt ist. Und wir müssen aber erst noch mal ein paar Gefährtengespräche führen, denn letztes Mal haben wir schon mit Kaizen gesprochen. Diesmal müssen wir noch mit Taran sprechen und mit Zenith, bevor es dann weitergeht. Dann sind wir nämlich auf Stufe 43 und dann müssen wir auch erst noch kurz die Gefährten-Story mit Kaizen machen, bevor es dann weiter in der Klassen-Story geht. Das heißt, wir starten mal direkt durch und schauen mal, was Taran zu sagen hat. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Die Gespräche bei ihm verliefen ja so, dass er irgendwie von dieser, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber dieser Gruppierung eingeladen wurde, wo nur die tollsten und besten Wissenschaftler der Galaxis irgendwie vertreten sind, und er wollte jetzt irgendwie einen komischen Generator bauen, der angeblich irgendwie nicht möglich sei, normalerweise, und so weiter und so fort, um die alle zu beeindrucken. Und ja, mal sehen, wie weiter damit ist. Der Wandreich-Generator nimmt endlich Gestalt an. Wir sind dem Sieg im Symposium einen Schritt näher gekommen. Jetzt beginnt die entscheidende Phase, der Generatorkern. Und ein anderes Mitglied des Luminatus-Clubs, Shorin Kallas, hat seine Hilfe angeboten. Okay, der hat die Hilfe angeboten. Ja, ist die Frage, will er die Idee stehlen? Wir sagen erstmal eine freundliche Geste und mal sehen, was er dazu sagt. Das ist sehr großzügig von ihm. Stimmt. Außerdem hat er keine Ahnung, dass sein Beitrag gegen meinen verlieren muss. Shorin will Komponenten, die ich brauche, gegen Exotechnologie tauschen. Allerdings habe ich die interessantesten Exotech-Artefakte in der Werkstatt gelassen. Würdet ihr mir gestatten, eine kurze Reise nach Hause zu unternehmen, um den Handel abzuschließen? Wir werden nicht lange fort sein. Ja, wenn er meint, dann soll er das doch ruhig machen. Bleibt aus den Casinos draußen, das finde ich gut. Fangt nicht an zu spielen, damit ihr nicht am Ende zu arm seid, um euch die Fähre zurückleisten zu können. Hoffentlich hat Shorin alle Komponenten, die ich brauche. Der Kern des Wandreich-Generators ist entscheidend für das ganze Projekt. Es ist erfreulich zu wissen, dass die Systeme in meiner Werkstatt noch intakt sind. Shorin Kallas lässt euch übrigens grüßen. Ein sympathischer Zeitgenosse. Hat seine Dissertation über planetare Schildmechanismen geschrieben. Schön. Hat er bekommen, was er will? Hat Shorin in den Handel mit euch eingewilligt? Das hat er. Er hat mich sogar noch auf eine wichtige Sache aufmerksam gemacht. Shorins Komponenten eignen sich zwar für den Kern des Wandreich-Generators, aber nach der Inbetriebnahme werden sie nicht lange halten. Mein Wandreich-Generator wird funktionieren. Allerdings nur maximal eine Minute lang. Dann ist er für immer zerstört. Na gut, aber immerhin hat er dadurch gezeigt, dass es funktioniert, ne? Gut, okay, gut. Das kann ich nicht antworten. Es muss schwer für euch sein, wir können ihn doch sicher retten. Dann war all das zwecklos. Nehmen wir zwei. Das tut mir wirklich leid. Der Wandreich-Generator ist ein Ding der Unmöglichkeit, Jedi. Allein ein zu bauen ist ein Wunder der Wissenschaft. Schon ein Augenblick in Betrieb sollte reichen, um das Symposium zu gewinnen. Aber danach... Verzeiht, Jedi. Ich sollte Shorins Berechnungen noch einmal überprüfen. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Jawohl. Und... Stufe 43, perfekt. Sehr gut. Ja, und das war auch schon das Gespräch mit Taran. Das geht hier alles schneller, als ich gedacht habe. Wir müssen jetzt noch mit Zenith sprechen. Und mit Lieutenant Iresso. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es bei Zenith ging. Das waren alles so politische Intrigen und ähnliches, worüber er berichtete. Wir hören nochmal rein. Sekretär Varam hat eingelenkt und seine Unterstützung versprochen. Ich bin dem Posten als Oppositionsführer einen Schritt näher. Das System funktioniert. Aber es gibt da noch einen anderen Kandidaten auf Balmora. Nalan Fiskin. Er macht Schwierigkeiten. Okay, warum? Auf welche Unterstützung kann er denn zählen? Die Leute mögen ihn. Er ist ein Kriegsveteran, also ist das Militär auf seiner Seite. Fiskin hat bereits zugeschlagen. Er hat meine Leute zu Hause wegen einer Sache festgenommen, die Jahre zurückliegt. Sie sollen eine Bombe gelegt haben, die imperiale und balmoranische Soldaten getötet hat. Diese Balmoraner waren Verräter, die Waffen an das Imperium verkauften. Sie wollten ein Dorf zerstören.
Meine Leute haben Leben gerettet. Ja, soll die Wahrheit sein. Wenn die Bevölkerung die Beweggründe eurer Anhänger erfährt, wird das Fiskins Glaubwürdigkeit schaden. Ich brauche Beweise. Der Graue Stern hat den Bombenanschlag autorisiert. Er hat detaillierte Tagebücher geführt. Ich brauche sie als Beweis. Die Tagebücher vom Grauen Stern wurden alle auf Balmorra vernichtet. Auf Darth Lakris Befehl. Es muss aber irgendwo noch Kopien geben. Ja, woher will er denn das wissen? Was, wenn diese Tagebücher verloren sind? Dann muss ich improvisieren. Niemand ist sauber. In den Tagebüchern könnten auch schmutzige Details über Nalan Fiskin stehen. Das ist der schnellste Weg, um ihn auszuschalten. Ein ausgezeichneter Plan. Wenn Fiskin eine fragwürdige Vergangenheit hat, ist es natürlich eure Pflicht als Bürger Balmorras, diese aufzudecken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, das ist nett von dir. Und dann schauen wir mal, was er geschafft hat, ob er eine Kopie gefunden hat. Vielleicht habe ich jetzt die Beweise, um die Anschuldigungen gegen meine Leute zu entkräften. Ich habe die Tagebücher vom Grauen Stern gefunden. Ein paar balmoranische Widerstandskämpfer waren auf einer Mission nach Nar Shaddaa. Sie sind nie zurückgekehrt. Sie haben Kopien der Tagebücher. Okay. Warum? Der Graue Stern wollte seine Ideen schützen. Für den Fall, dass passiert, was passiert ist. Plausibel. Diese Leute haben den Kontakt zu uns verloren. Das passiert manchmal. Sie wissen nicht, dass der Graue Stern tot ist. Und auch sonst nichts. Ihr Anführer ist Kailan Jace. Ich habe ihn ausgebildet. Ich sollte nach Nar Shaddaa reisen und ihm die Nachricht selbst überbringen. Ja, wenn du meinst, dann tu das. Ihr müsst ihm von Tyke Horden berichten. Und dass Darth Lakris tot ist. Das höre ich immer wieder gerne. Ich werde nicht lange weg sein. Ich nehme meine Fähre nach Nar Shaddaa, treffe Jace und bringe die Tagebücher zurück. Kinderspiel. Lasst euch nicht erschießen, während ich fort bin. Und? Wieder da. Kommt er? Hab Kailan Jace getroffen. Die Tagebücher sind in Sicherheit. Dann ist ja gut. Hattet ihr Gelegenheit, sie euch anzusehen? Ich habe damit angefangen, aber ich hatte viel nachzudenken. Jace wollte mir die Tagebücher nicht geben. Er sagt, der Graue Stern hätte die Anweisung gegeben, die Tagebücher zu vernichten, sollte er getötet oder gefangen genommen werden. Und der Graue Stern hat Jace befohlen, mir die Tagebücher nicht zu geben. Niemals. Unter keinen Umständen. Dann scheint da was Interessantes drin zu stehen, ne? Ich hoffe, Jace hatte eine Erklärung für diese Anweisung. Nein, er hat nicht gefragt, meint er. Ich habe auf dem Rückweg angefangen zu lesen. Der Graue Stern hatte einiges zu sagen. Er hat stenografiert. Es ist schwer zu entziffern, aber es gibt genügend Beweise, um meine Leute zu entlasten. Nalan Fiskins Anschuldigungen sind entkräftet. Jetzt muss ich zum Angriff übergehen, bevor Fiskins Kampagne sich erholt. Okay, wie würde das tun? Wie soll es weitergehen? In den Tagebüchern finden sich auch Informationen über Fiskin. Er wurde wohl von einem imperialen Gefangenen bestochen. Es würde ihn hart treffen, wenn das herauskäme. Jo, dann die Bevölkerung von Balmorra hat es verdient zu erfahren, was für ein Mann er ist. So gut wie erledigt. Ich habe keine Ahnung, warum der Graue Stern nicht wollte, dass ich die Tagebücher lese. Es ist ein komisches Gefühl. So viel Vergangenheit. Er schreibt über all die Leute, die ich kannte. Als ob sie noch... Zurück an die Arbeit. Wunderbar. Also, sind wir bei Zenith auch wieder auf dem Laufenden. Und dann haben wir noch unser neuestes Crewmitglied hier, Lieutenant Iresso. Mal sehen. Der dürfte jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen haben, wo er gerade an Bord gekommen ist. Mal schauen. Endlich können wir reden, ohne dass uns eisiger Wind um die Ohren pfeift. Danke. Ich meine, nicht nur dafür, dass ihr meine Leute gerettet habt. Ihr habt mich von Hoth geholt. Ihr ahnt ja nicht, wie sehr mir dieser Planet mittlerweile zuwider war. Das kann ich verstehen.
Hat euch die Landschaft nicht gefallen? Ich persönlich finde Hoth absolut malerisch. Hat man da erstmal ein paar Gräber geschaufelt, sieht man das leider anders. Wisst ihr, die anderen in meiner Einheit fehlen mir jetzt schon. Sogar Cree. Aber sie kommen nach Hause. Und das ist das Wichtigste. Das haben sie verdient. Okay. Euer Freund Kaizen ist ein komischer Kauz. Er hat mich gefragt, wie viele ich schon getötet habe. Und? Was habt ihr ihm geantwortet? Dass ich nie mitgezählt habe. Er schien das irgendwie beleidigend zu finden. Er ist schon ein eigenartiger Begleiter für einen Jedi-Meister. Ich war schon an vielen Orten stationiert, aber ich bin noch nie einem Trandoshaner begegnet oder einem Jedi. Bei Jedi-Meistern stelle ich mir immer vor, dass sie auf Tython stationiert sind und dass sie, naja, weniger praktisch sind als ihr. Nee, mit ihm wollen wir nicht flirten, das gefällt mir nicht. Ich beschütze lieber die Galaxis, als mich an den Jedi-Tempel fesseln zu lassen. Kann ich verstehen. Sicherheit kann sehr langweilig sein. Versteht mich nicht falsch. Es ist toll, nicht von Blaster-Schüssen frisiert zu werden. Und ein so gutes Quartier hatte ich nicht mehr seit Jahren. Trandoshaner, Jedi, alles gut. Ich bin froh, hier zu sein. Ja, das ist schön, dass er froh ist, hier zu sein. Dann kann es jetzt weitergehen. Wiedergeburt. Das heißt, wir reisen jetzt nach Alderaan, um Kaizen zu helfen, hier irgendwie mit diesem jungen Jäger Leck, den wir mal auf Tatooine getroffen haben, irgendeine Beute zu jagen. Müsste ich natürlich mal Alderaan finden. Da ist Alderaan. Fliegen wir da mal fix hin. Schau mal, wo es hingeht. Jetzt können wir auch das erste Mal sehen, wie es denn aussieht, wenn man... Achso gut, das erste Mal hier in dieser Videoreihe, das erste Mal sehen, wie es aussieht, wenn man runterskaliert wird vom Level. Denn bisher haben wir ja immer ganz gut in die Levelbereiche gepasst. Und jetzt haben wir eben gesehen in dem Reisebildschirm, Alderaan ist für Anfang 30 maximal. Das heißt, wir sollten irgendwie auf 33, 34, 32, keine Ahnung, irgendwie sowas runterskaliert werden. 34 tatsächlich. Okay. Wir können direkt mal auf die Map gucken, wo wir hin müssen. Ist hier gar keine Quest. Wegpunkt Station 3. Wo ist die denn? Sehe ich so nicht. Ja gut, dann gehen wir mal raus hier aus dem Hangar und schauen mal, ob wir da irgendwie einen Flugpunkt haben. Wegpunkt Station 3. Ach nee, ist ja auch falsch, ne? Wegpunkt Station 3, das ist ja die Klassenstory. Wir müssen ja hier mit Lex Wahl sprechen. Wo auch immer der gute Lex sich aufhält. Ich habe hier noch keine Anzeige. Wieso habe ich keine Anzeige? Und wieso sagt er mir, ich muss wieder den Aufzug benutzen? Ist ja alles wieder mysteriös. Ich hole mir erstmal Kaizen dazu. Nicht, dass das irgendwie nötig ist, damit hier was passiert. So, jetzt fahre ich mal wieder hoch. Oder müssen wir mit dem an Bord des Schiffes sprechen? Das wäre ja super doof. Ach nee, da steht er. Stand er da eben auch schon? Wenn ja, habe ich ihn nicht gesehen. Naja, gut. Aha. Okay. Gut, also er hat scheinbar die Wookies gegen sich aufgebracht. Und der Wookie ist der Meinung, dass Trandoshaner wertlos sind. Und Köder klingt sehr nach einer Falle, das ist richtig. Ich gehe davon aus, dass dies alles Teil eines Plans war. Okay, also er jagt Trandoshaner-Köpfe. Und hätte schon 40 getötet, Kaizen kann das nicht glauben. Okay, und scheinbar jagt er genau die schwach von diesem Ritual sind, dem sich Kaizen gerade unterzieht. Und deshalb sagen wir, er ist ein Feigling, weil das ist ja so, ne? Mit anderen Worten, ihr wartet, bis eure Beute so schwach ist wie möglich. Dann schlagt ihr zu. Das kannst du.
oder denkst Marjo Brown an. Okay, jetzt sagt der Wookie, dass die Trandoshaner die Wookies zum Spaß häuten. Das ist natürlich auch nicht so nett. Allerdings werde ich sagen, dass ich Kaizen verteidigen werde, wenn er uns angreift. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Aber wenn ihr Kaizen angreift, werde ich eingreifen. Dann sterbt ihr mit ihm. Na gut, okay. Dann müssen wir... müssen wir uns wohl verteidigen. Alles kein Problem. Jawohl, sehr schön. Ist der gute Kaizen eigentlich irgendwie... Oh, mein Inventar ist voll. Ist er eigentlich irgendwie geschwächt? Hat er irgendwie einen Debuff? Oder ist er schwächer als sonst aufgrund seiner Anfälligkeit durch das Ritual? Sieht nicht so aus, ne? Okay, jetzt sagt Leck, seht ihr Jedi, ich bin ein großer Jäger. Ich glaube eher, wir sind hier der große Jäger, oder? Okay, also er ist jetzt begeistert, dass er eine tolle Falle gestellt hat. Und jetzt sage ich, dass ich ihn getötet habe. Ein großer Jäger hätte ihn sicherlich bei der ersten Gelegenheit angegriffen. Angriff war nicht Teil der Falle. Ja, okay. Für Kaizen sieht das scheinbar kein großes Problem und sagt, es ist alles gut. Okay. Ah, okay. Das heißt, der Wookie hat die Namen der Trandoshaner von einem Trandoshaner gekauft, die halt geschwächt sind. Das ist ja interessant. Wer war es? Habt ihr den Trandoshaner erkannt? Kein Gesicht. Warum wackelt alles? Okay, jetzt nicht mehr. Okay, Venep heißt der Jüngige. Und Kaizen ist der Meinung, wir müssen ihn vor Gericht stellen. Das können wir gern tun. Ja, wo können wir ihn finden? Habt ihr von dem, was ihr im Holo gesehen habt, eine Ahnung, wo Venep sein könnte? Okay, er weiß es nicht. Das ist schade. Okay. Vermutlich war es das, bis sich das Gespräch entwickelt. Okay, also wir wollen jetzt Venep jagen. Dann wissen wir doch schon, in welche Richtung die Gefährten-Storyline geht. Das ist ja auch nicht nett, ne? Die Namen der armen, geschwächten Trandoshaner an die wirklich zu verkaufen. Ja, aber dadurch haben wir das fertig. Sehr schön, das war noch grün. Ja, auch noch nach der Klassen-Story grün gewesen, aber das macht nichts. 43 haben wir jetzt. Wir brauchen noch 43 für die Klassen-Story. Das ist perfekt. Und dann begeben wir uns jetzt mal zur Wegstation 3. Um es nochmal in die Erinnerung zu rufen. Wir haben da letztes Mal ja quasi herausgefunden, dass vermutlich derjenige, der da auf dieser Wegstation 3 mit dem Königspaar irgendwie Dinge treibt. Das hört sich irgendwie falsch an, oder? Naja, dass der scheinbar dafür verantwortlich ist, dass immer dem Imperium hier irgendwelche Daten gesendet werden. Und von daher ist der scheinbar ein Verräter. Höchstwahrscheinlich. Wir wissen es noch nicht genau, aber es könnte durchaus sein. Von daher wollen wir jetzt hier mal zur Wegpunktstation 3 fliegen und zusehen, dass wir da Schlimmeres verhindern können. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir hier noch ein Gespräch führen müssen an Bord. Aber steht nur, finde die königliche Familie, also gehe ich nicht davon aus. Das heißt, wir können hier das Schiff verlassen und betreten mal die Wegstation 3. Ich habe mich übrigens schon immer gefragt, wie das funktioniert. Wieso können wir einfach irgendeine Station betreten? Habt ihr nicht irgendwie sowas wie Verteidigung? Oder interessiert ihr das nicht? Ja, ich meine, wir können ja auch so an Bord von irgendwelchen riesigen imperialen Kreuzern gelangen. Da dockt unser Schiff einfach mal so an und alles scheint gut zu sein. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Finde ich zumindest.
Naja, gut, vielleicht sehe ich das auch irgendwie falsch. Aber hier ist ein schöner Sanitätsdroide, da werden wir uns jetzt erstmal noch das Inventar leeren, denn das ist ja super voll. Also, das Lichtschwert wollten wir behalten, das sieht ja ganz gut aus. Den Rest werde ich jetzt einfach mal verkaufen. Okay, die Creditkiste, die können wir natürlich auch mal einsetzen. Was war das hier? Achso, das war so eine Impfung auf Hoff, die nehmen wir auch mal rein. Was hat denn die gemacht? Elementare Widerstandskraft, 30 Minuten lang und 10. Ist im Übrigen auch spannend, ne? Dass hier so eine Widerstandskraft gegen Elementarschäden irgendwie erhöht wird. Sowas sieht man ja eigentlich später im Spiel, so im Endgame oder ähnliches, Resi-Rüstungen oder sowas gibt es hier überhaupt nicht, ne? Braucht man ja auch gar nicht. Na gut, okay, so wie es hier aussieht, ist hier irgendwie, ich weiß nicht, sind das Lichtschwertspuren oder Schussspuren? Ich könnte mir beides vorstellen. Ja, das sieht eher aus wie ein Schuss an der Wand, ne? Aber das sieht irgendwie aus wie so eine Schnittspur. Wie dem auch sei. Wir müssten da vorne jetzt um die Ecke gehen, um es herauszufinden. Aber wir sind schon wieder über die 20 Minuten drüber. Von daher gucken wir uns das dann natürlich am Freitag an. Also in der Ausgabe, die Freitag rauskommt. In der 49. Ausgabe dann. Und schauen mal, ob wir das Königspaar noch retten können oder nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.